You need to know that I'm a So, wieder hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute, ja, seht ihr schon im Hintergrund, möchte ich eigentlich ein neues, altes, wie auch immer man es bezeichnen möchte, Auto vorstellen. Weil ich habe schon wieder ein neues Auto. Ja, der Mazda hat mich leider mittlerweile schon verlassen, aufgrund dessen, dass er unterhaltstechnisch leider eine absolute Katastrophe ist. Mazda hat Teilepreise, die sind jenseits von gut und böse, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das in keinem Verhältnis steht. Und dementsprechend war das Ding als Alltagsfahrzeug dann echt nicht mehr zu gebrauchen. Und ja, dadurch kam dann wieder eine alte Liebe auf, die ich vor 2 Jahren verlassen habe, nämlich mein Golf 5 GTI. Und nein, der jetzt hier steht, das ist nicht mein alter, das ist ein anderer. Wäre auch zu schön gewesen, um ehrlich zu sein. Da nochmal zum Punkt, warum ich den damals abgegeben habe, das lag einfach daran, damals waren zu viele Schäden dran, die ich vom Vorbesitzer noch nicht wusste und die ich hätte reparieren müssen, und damals hatte ich einfach die finanziellen Mittel nicht, um diese ganzen Sachen umzusetzen. Und nebenbei, ja, ich sehe aus wie ein Penner, aber ich bin gerade auch im Sauerland, dementsprechend ist bei mir so ein bisschen wie Urlaubsstimmung, und ja, dann darf man auch mal so aussehen, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, ich hatte dann gesagt, Kunde, der Mazda muss weg, das ist finanziell nicht tragbar, du brauchst trotzdem was für den Alltag, weil der Audi einfach mir dafür zu schade ist und ich ihn auch dafür auch nicht nutzen wollte. Deswegen, ja, kam mir dann wieder ein 5er Golf in den Kopf, weil ich dachte so, das war das Auto, was mir am meisten weht hat, als ich es abgegeben habe, was ich unbedingt wieder haben wollte. Und jetzt hatte ich halt gesehen, gut, jetzt ist eigentlich die Möglichkeit, wenn du den Mazda jetzt wieder abgibst, dann könntest du dir eigentlich wieder deinen alten Traum zurückholen, und dadurch ist es jetzt so geworden. Und in dem Video möchte ich euch das Ganze mal ein bisschen, ja, vorstellen, das Auto, und ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Windgeräusche, Wetter ist heute halt echt kacke, deswegen sieht der Wagen auch äußerlich sehr dreckig aus, das bitte im Kopf behalten, es ist Scheißwetter gewesen, ich bin ins Sauerland gefahren, deswegen sieht die Karre jetzt nicht super sauber aus, kommt vielleicht nochmal in einem anderen Video, aber es kommen auch Videos zu dem Wagen, da sind noch ein paar Sachen geplant, aber schauen wir uns den erstmal an. Nebenbei, RIP, wenn ihr gleich Zuggeräusche hören seht, das liegt daran, ich bin direkt an der Zugstrecke, das war uns hier wunderschön im Olsberg ist, glaube ich, schon, am Bahnhof, und ja, hier ist am Sonntag halt tot. Hier ist es sehr, sehr tot. Also unser ganzer Ort ist am Sonntag tot. Hier ist wirklich ausgestorben. Wir haben auch gefühlt kaum noch Läden, also ja, hier wohnen Menschen, das war's dann auch. Und dann steht das Ding hier, nämlich wie gesagt ein 5er GTI. Das Lustige ist, es hat sehr, sehr viel gemein mit meinem alten. Er ist rot, er hat Xenon, er ist ein 2005er Baujahr und hat auch wieder den AXX Motor. Ja, mit kleiner Kette, bla bla bla. Dazu komme ich noch. Ich will mich mal jetzt erstmal grob vorstellen, dann so meine Pläne euch erzählen, was denn so gemacht werden soll. Ja, ihr seht erstmal großen Unterschied. Es ist diesmal ein 5-Türer geworden. Das war eigentlich nicht der Plan. Eigentlich wollte ich einen 3-Türer haben. Aber ich habe halt explizit nach einem roten gesucht und nach jemandem, der einen Mazda haben will, weil ich habe das natürlich wie meistens gemacht mittlerweile, ich tausche Fahrzeuge, weil verkaufen ist ein Krampf, und ja, beim Tausch hast du dann meist jemanden, der auch das andere Fahrzeug haben möchte, du möchtest das, bla bla, und dadurch hat sich der jetzt ergeben. Ist für einen Alltagsnutzen, ist mir jetzt aufgefallen, relativ praktischer, weil ja, ist eine weitere Tür, und da das Ding ja eigentlich mein Alltagsauto ist, ist das an sich keine schlechte Wahl. Ja, kommen wir mal zu ein paar Eckdaten. Momentan 62 PS, also stark optimiert das Fahrzeug, aber wirklich auch alle Schwachstellen angegangen, sei es AGR-Ventil, sei es PCV-Fix und allem drum und dran. Also alle Sachen, die gemacht werden müssen, um mehr Leistung zu gehen, sind gemacht worden. Was ich öfter noch machen werde, ist ein größerer Ladeluftkühler, den werde ich irgendwann noch verleihen. Und ja, ich weiß, es ist ein Daily, aber ich möchte das Ding auch lange fahren, weil der Kollege hat mittlerweile 194, 195, irgendwie so weit runter. Ich bin mittlerweile schon übelst viel mit dem gefahren. 1000 runter, also ist schon ein paar Kilometer, aber wurde immer gut gepflegt. Kriegt bei mir jetzt auch alle 10.000 seinen Ölwechsel und allem drum und dran. Und dementsprechend hoffe ich, dass er mir noch länger erhalten wird. Plus Ersatzteile für den, komme ich leicht dran. Und ja, habe auch ein paar Leute und auch mich, die ein bisschen mehr Ahnung von diesem Art von Fahrzeug haben. Und es ist arschwindig hier oben, was soll der Kack? Ich hoffe, ihr hört nicht nur Windgeräusche. Das Mikro ist leider sehr windempfindlich bei der Kack Alpha. Ja, kommen wir dann mal zu ein paar anderen Fakten. Was ist bisher gemacht worden im Fahrzeug? Wie gesagt, er hatte schon mehr Leistung. Dann haben wir eine Abgaslage von BN Pipes, die kann ich euch mal kurz hinten zeigen. Wie gesagt, Heck ignorieren, das ist arschdreckig. Da seht ihr die Anlage, die müsste auch mal wieder sauber gemacht werden. Rückleuchten sind aktuell getönte drin. Ich suche noch, falls jemand welche abgeben hat von euch, Edition oder LED Valeos, die suche ich, also die Kirschen oder die Valeos suche ich für den noch. Aber die findest du online nur für exorbitante Preise, und für 200 Euro kaufe ich keine fucking Rückleuchten. Das ist irgendwie, steht für mich nicht im Verhältnis zum Fahrzeug. Und ich finde die Dinge einfach zu teuer. Dann haben wir ein Fahrwerk von Lowtech drin, Gewindefahrwerk, auch so eingetragen mit der Höhe. Hinten schleift auch soweit nichts. Zusammen mit, nein, es sind keine BBS Le Mans, weil Leute schon auf Instagram gefragt haben, hat der echte BBS Le Mans drauf? Ja, auf meinem Daily, insbesondere da. Nein, das sind Nachbauten von EB Alurad, also EB Le Mans. Designfelgen, finde ich passen aber sehr gut vom optischen her, die werden auf jeden Fall bleiben. Das sind 19 Zoll in 8,5 ET45, Standard Golf 5 Maß, man kennt es ja, oder
Standard VHG-Maß, das passt halt immer, da machst du dir eigentlich keine Sorgen. Hinten wird ein bisschen Sturz eingestellt und dann easy going ist das Ganze. So, also an sich steht er erstmal soweit gut da, haben auch innen wieder die Karos schon, die gibt es ja auch mit Leder, mit Acetition und sowas. Ich wollte aber unbedingt wieder Karos haben, die nebenbei, auch bitte jetzt Innenraum nicht bedenken, ist auch ein bisschen dreckig, für das Alter und alles vom Zustand okay sind. Ihr seht, so leichte Aufschürfungen fangen hier an, aber an sich sind die für jetzt 14 Jahre und 194 oder 100, nee, 196, aber schon 196.000, noch in einem sehr guten Zustand. Innenraum komme ich aber gleich drauf zu sprechen. Wir gehen jetzt erstmal außen weiter. So, was haben wir bisher schon gemacht? Weil wir haben schon ein bisschen was angefangen in der Kiste, weil mich schon ein paar Sachen gestört haben. Wir haben einerseits schwarze Spiegelkappen, Dach kommt auch noch schwarz, das ist der Plan. Dann VW-Logo war vorher chrom. Haben wir jetzt auch ein wunderschönes Hochglanzschwarz drin. Dann, schöne Sache, schönes Detail, das Ding hier ist das alte Logo, was auch in meinem alten GD drin war. Also es ist exakt das Ding, hatte ich damals ausgebaut, als ich ihn abgegeben habe. Und hier hat es jetzt wieder seinen Platz gefunden. Das haben wir gemacht. Dann ignoriert das gebogene Kennzeichen, habe es hier irgendwie reingekriegt. Die Löcher werden noch gecleant, hier kommen auch wieder Magnete rein, weil ich das einfach schöner finde, dass diese Front clean ist. Ich finde die nämlich optisch ohne die Löcher geiler. Wir haben unten schon die offenen Gitter, auch alle lackiert. Neue Nebler da auch schon bekommen, weil die Originalen, die hier drin waren, waren gelb. Und das fand ich unglaublich grässlich in Kombination mit Rot vorne. Dann Sachen, die ich schon rumliegen habe, die noch gemacht werden müssen. Wir haben einerseits die Schweller. Die bleiben erstmal Plastik, das stört mich nicht so sehr, aber zwei optische Mängel, die offiziell unbedingt gemacht werden müssen. Wobei mir hier die Technik wichtig ist. Das Ding soll laufen und nicht geil aussehen unbedingt. Weil das ist mein Daily, der soll mich immer von A nach B bringen können und es ist ein bisschen kühl hier oben, deswegen geht mir ein bisschen die Puste aus. Soll er natürlich erstmal technisch laufen. Optische Sachen sind bei dem zweiter Schritt, weil das war beim alten Golf das Problem, optisch war immer bla 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 und dann, ja, am Ende war er halt kaputt. Dann die Lippe, ihr seht schon, ist leider unten gerissen. Da habe ich aber schon eine originale Nachbaulippe, eine originale Edition 30, kommt mir da nicht dran, eine Nachbau Edition 30 Lippe dran. Die wird auch wie beim alten wieder lackiert. Außen Tornado rot und unten dieser Steg hier, der in der Mitte unten, der wird wieder Hochglanz schwarz. So, dann weitere optische Mängel. Ich weiß nicht, was der Vorbesitzer damit angestellt hat, das ist mir ein Rätsel. Nebenbei auch Sachen, die wir schon ausgetauscht haben. Neueres 3D-Logo in schwarz, da war nämlich das Chrom, das Flache drin, das haben wir schon gemacht. Hier bin ich noch überlegen, was ich damit mache, ob ich es einfach drauf lasse oder so. Ich will auf jeden Fall das GTI-Logo am Heck haben. Ah ja, haben wir auch gemacht. Heckscheibe ist auch schon weg. Das war innerhalb der ersten drei Tage, in denen ich den Wagen hatte. Ja, Heckansatz. Ist an sich der normale, eben auch zwei Teile lackiert, so würde ich es auch wieder haben. Aber ihr seht, überall macht sich der Lack den Abgang, weil anscheinend nicht richtig grundiert worden ist. Aber jetzt kommt's, da habe ich einen schönen Ansatz daheim liegen. Der auch drunter kommt, muss auch noch lackiert werden. Das ist nämlich der Grund, warum die jetzt noch nicht drunter sind. Gelb für Lackieren ist nicht da und ich will die jetzt einfach nicht als Plastik drunter zimmern. Das ist nämlich eigentlich R32 Look. Also du hast eben links und rechts diese beiden Reflektoren. Aber Endrohre bleiben linksbündig, weil die Abgasanlage will ich unbedingt behalten. Die klingt schön, hat eine EWG-Zulassung, ist nicht zu laut und das ist, ja, finde ich an sich optimal, mehr will man nicht haben. Für den Alltagsnutzen perfekt, klingt schön, man hört den Motor schön raus. Das ist an sich wirklich, ja, das Optimale, was ich mir so wünschen kann. Ja, dann, was sind so Pläne für außen? Wie gesagt, Heckansatz kommt der neue dran, Frontlippe kommt dran. Da bin ich irgendwann vielleicht überlegen. Da bin ich wirklich stark am Zweifeln. Schwarze Xenon rein, also das ganze Chrom, was man lackieren kann, schwarz machen. Obwohl ich halt so hin und her bin, ich mag das Chrom eisig, an sich finde ich die Schwarze aber auch geil, weil er böse kommt. Muss man mal schauen. Wie gesagt, Klarluftkühler soll kommen. Das ist zumindest soweit der Plan und irgendwann mal sicherheitshalber die Kette machen. Der Vorbesitzer meint, die wurde irgendwann mal gemacht, ich habe leider keine Rechnung dazu, zu viel andere Leistungssteigerungen, so habe ich Rechnungen, zur Kette leider nicht. Und ja, wer nicht weiß, das ist ein kleiner Problempunkt der Motoren, wenn die einen Abgang macht, macht auch der Motor, wenn ich Pech habe, einen Abgang. Und ja, deswegen wird die irgendwann mal gemacht, kostet zwar ein bisschen was, aber dann ist halt Ruhe. Ja, Sache, die wir auch gemacht haben, der Kollege, als ich ihn geholt habe, hatte breite Kohlflügel von, oh, wie hieß die scheiß Billo-Firma? Nicht von Mücke oder sonstigen, sondern die ganz günstigen. Timeless war es. Und die waren spaltmaßtechnische Katastrophe und gefiel mir halt auch nicht, weil die Karre halt 35 cm breiter war und das sieht einfach nicht aus. Deswegen habe ich hier Serienkohlflügel. Nachteil, ich komme natürlich nicht so tief static. Das ist natürlich so ein bisschen doof, aber ich finde es proportionstechnisch einfach wirklich besser, weil er wirkt sonst einfach von den Proportionen von vorne nach hinten nicht passend. Ich bin kein Freund von breiten Kohlflügeln im Golf 5. Wird also auch so bleiben. Wenn ich einen Tief haben will, kommt vielleicht irgendwann ein Luftfahrwerk rein. Warum? Jetzt fragen sich also dein Daily, warum willst du ein Luftfahrwerk reinmachen? Weil ich mag tiefe Autos. So, im Daily-Betrieb ist das aber schwierig. Aufgrund des Unterbodens, weil ich komme in kaum Tiefgaragen rein, sowas. Das sieht natürlich jetzt nicht ultra tief aus. Mit dem scheiß Auspuff und so bleibst du trotzdem gerne mal hängen. Und dementsprechend ist an sich ein Luftfahrwerk für den Alltagbetrieb sogar geiler, weil eben du dich
der Umgehung anpassen kannst. Und das wird irgendwann folgen, aber auch ein Gebrauchtes, da wird kein Neues reinkommen, alleine aufgrund von kostentechnischen Gründen. Das ist, wie gesagt, immer noch so meine Daily-Hure, nennen wir es mal liebevoll. Auch wenn es eine schöne Daily-Hure ist, ist aber in der Firma GTI, kann man sich jetzt nicht meckern. Aber deswegen, also Fahrwerk kommt irgendwann, aber ich weiß noch nicht wann. Wie gesagt, erstmal die anderen optischen Sachen abklären, gucken, dass er technisch weiter in Ordnung bleibt. Und dann, wenn ich irgendwann mal ein Luftfahrwerk schießen kann, würde das, denke ich, mal passieren. Also wie gesagt, wenn ihr ein Luftfahrwerk für Firma GTI oder grundsätzlich für die Plattform rumliegen habt oder Rückleuchten, gerne einfach mal melden an meine Mail, lpn05kontakt@gmail.com. Wenn ihr da was rumliegen habt, kann man sicher mal eine Runde quatschen. Ja, kommen wir mal zum Innenraum, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Außerdem fängt es gerade ein bisschen an zu regnen. Das ist gewieft von mir, das Ganze so auszunutzen. Wobei ich nicht mit reinkomme, weil sonst sehe ich nichts. Wir kommen zum Innenraum. Was haben wir? Wir haben einmal, wie gesagt, die Karo-Ausstattung, die finde ich ganz geil. Da hinten haben wir die auch. Zeige ich euch jetzt hier nicht, weil da noch ein paar Teile rumliegen. Dann wichtig für mich, Multifunktionslenkrad. Ich brauche das im Fünfer. Ich finde das Fünfer GTI-Lenkrad ohne die Multifunktionstasten optisch nicht so ansprechend, muss ich sagen. Dann haben wir große MFA in der Mitte. Da wird eben mehr angezeigt als bei dem kleinen. Dann haben wir Lichtsensor und Regensensor haben wir auch. Also wirklich das komplette Programm ist mit drin. Dann aber, was ein kleiner Unterschied ist zum, sagen wir mal, meinem alten, ist der Aufbau der Mittelkonsole, weil das Ding ist, sagen wir mal, ausstattungstechnisch sehr, sehr komisch zusammengestellt, weil wir haben ein anderes Multifunktionslenkrad, also damals konnte man irgendwie mehrere Varianten wählen, weil ich habe nämlich das MFA, schalte ich nämlich über den Hebel und hier schalte ich nur Musik drüber. Normal kannst du das MFA darüber auch schalten, geht bei mir nicht, und ich habe in der Mitte auch eine andere Mittelkonsole, weil normal hast du einen Schieber über die Becherhalter und die Becherhalter werden normal von so einem Flaschenöffner getrennt, plus eben, ich habe die kleine Klima. Das sind natürlich alles so Sachen, die man jetzt sagen könnte, das würde mich schon sehr stören. Ist mir bisher nicht negativ aufgefallen und ja, das war halt solche Sachen, wo ich sage, komm, kannst du mal drüber wegblicken, weil ihr seht auch, die kleine Klima habe ich, weil oben, ich zeige aufs Display, ich sehe nie, da fehlt nämlich das Klimading, also die Lüftung, die habe ich da oben nicht. Was wir drin haben, ist noch ein Android-Radio, das sitzt noch schön in der Mitte drin, ist auch super, weil ich dadurch Bluetooth und alles habe, also perfekt, das hätte ich so oder so eingebaut. Wird vielleicht mal ein anderes reinkommen, weil es mir von der Oberfläche und allem Features nicht so geil gefällt, und optisch finde ich es nicht so passend. Da werde ich gucken, dass ich eins ein bisschen finde, was ein bisschen mehr am Originalen dran angelehnt ist. Da werden wir schauen, haben wir auch schon rote Fußmatten, haben wir auch schon drin, die mal sauber gehören dringend. Und auch hier schon schöne GTI-Aufkleber drin. Das ist auch schon mal ganz sexy. Und was wollte ich euch gerade noch zeigen? Genau, ich wollte euch gerade drüben, habe ich es drüben liegen? Ich glaube, ich habe es drüben liegen, warte mal. Weil ich habe von meiner Schwester nicht mal wieder was Passendes, für Schwester und einen guten Kumpel von mir, wieder was sehr, sehr Passendes bekommen. Nebenbei, wie gesagt, hier oben sieht man den Licht- und Regensensor, super geiles Feature. Scheibenwischer und Licht macht er selber. Ist super bequem. Haben wir nämlich hier was Schönes bekommen. Und das wollte ich euch jetzt kurz mal zeigen. Weil, das habe ich damals auch beim Golf bekommen. Nämlich einen schönen, ihr seht's, ich hole mal den Kopf raus. Einen schönen Wackeldackel. Ja, hat wieder seinen Platz im Auto gefunden. Den hatte ich damals leider beim Alten mit abgegeben. Der ist, glaube ich, immer noch im Auto drin. Den hat glaube ich keiner der Besitzer rausgenommen, was ich geil finde. Immer wenn ich Bilder von dem Golf sehe, sehe ich den Wackeldackel auf dem Turmbrett. Obwohl die Karre mittlerweile komplett umgebaut ist. Aber hey, wie gesagt, Wackeldackel, der kommt dann da oben rein. Weil da habe ich jetzt einen Platz, da kommt er schön rein. Da wird er dann seinen Platz finden. Ja, das soweit zum Überblick zum Auto. Weil auch schon, welche gefragt haben, wird der foliert? Nein, also wenn nur maximale Teilfolierung. Ich wollte jetzt unbedingt einen roten, der wird diesmal auch unbedingt rot bleiben, weil ich finde die Farbe einfach für diese Karosserie von dieses Auto einfach so unfassbar passend und möchte da auch gerne bleiben. Und ich muss sagen, ich bin ultra zufrieden. Der Mazda hat schon echt Spaß gemacht, nach drum und dran. Aber ja, jetzt seit Januar ist, glaube ich, wieder in dem Golf GTI zu sitzen. Ja, haben auch Freunde von mir behauptet, dass ich selten wieder seit langem so glücklich aussah. Ich weiß nicht warum, aber dieser Wagen macht mir eine unglaubliche Freude zu fahren, ihn mir anzuschauen, allen drum und dran. Ich habe wirklich... Ja, also das ist ein Auto, mit dem ich sehr, sehr viel verbinde, muss man auch sagen. Der Kanal in allem hat ja auch viel damit angefangen mit dem Auto vor 2 Jahren. Oder 3 Jahren sind es jetzt, 3 Jahre. Damals, als ich ihn geholt habe, wo ich noch Köln gewohnt habe. Und dementsprechend verbinde ich damit sehr, sehr viel, um wieder sehr glücklich wieder einen zu haben. Wie gesagt, hat natürlich jetzt sehr viel runter, noch ein paar optische Sachen, die man hier und da mal angehen muss. Aber allem in allem bin ich super, super zufrieden. Und wie gesagt, ich weiß, wenn was dran ist, habe ich Leute, die mir da helfen können. Habe genug Ansprechstationen und, wie gesagt, Teileversorgung für so ein Auto ist einfach preistechnisch in einer ganz, ganz anderen Liga. Und dementsprechend, es wird bald auch noch mal ein Video kommen zum Fahren. Ich muss noch mal gucken, meine Kopfstellung vorne links macht ein bisschen Geräuschkulisse. Das will ich vorher noch geklärt haben, weil das wäre in der Fahrzeit ultra nervt während des Videos. Aber dann kommen damit auch mal wieder Carvlogs.
zum Audi nebenbei, drehen wir mal um, quatsch ich mal mit euch persönlich wieder. Zum Audi nebenbei kommen bald auch wieder Videos. Da habe ich nämlich jetzt alles mit dem TÜV abgeklärt, da ist alles eingetragen. Dementsprechend kann ich jetzt mal ein Video machen und euch mal alles erklären, was jetzt umgebaut worden ist für die Winterzeit, weil da ist ja ein bisschen was passiert. Und dazu kommt, wie gesagt, die Tage auch noch ein Video. Das ist mein Gewehr natürlich daheim, den habe ich jetzt hier nicht im Sauerland dabei. Da werde ich den dann euch auch nochmal vorstellen. Aber das soll es erstmal gewesen sein zu meinem kleinen Forschungsvideo zum 5er GTI. Ja, wie gesagt, Videos dazu kommen auch. Wenn wir ein paar Teile verändern, wenn noch ein paar Sachen kommen. Das wird alles nach und nach auch in Videos begleitet. Wie gesagt, ist kein richtiges Projektfahrzeug, weil es ist schon viel dran gemacht. Was ich auch schon ganz gut finde, weil ich mir da eigentlich alle Sachen gemacht sind, die ich gemacht habe. Ich hätte Leistung gemacht, ich hätte Auspuff gemacht, ich hätte Fahrwerk gemacht. So, dementsprechend momentan ist erstmal nur wichtig, das Ding soll laufen. Ich kann das restliche Geld, was ich mal über habe, in Audi stecken, den fertig machen und den im Alltag fahren. Das ist ganz schön. Und ja, damit wäre ich raus. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im kommenden Video hier zum GTI, zum S3, was weiß ich, immer wieder. Und wie gesagt, schreibt mir gerne mal auch mal zum Auto und in die Kommentare. Und ich würde mal sagen, ja, der rote Baron ist zurück.